Licht sehen und Augen auf. Immer schön in die Lampe gucken. Geh nicht zu nah ran, Jung. Die Zugänge sind nur voll von Läusen, von Wanzen. Wenn ihr von uns könnt, dann wird stillgestanden! Fischer, Kurt! Ja! Flack, Peter! Ja! Frede, Ernst! Ja! Grube, Heran! Ja! Hartz, Hans! Ja! Naumann, Krone! Ja! Kühn, Alfred! Ja! Lafrenz, Walter! Ja! Neumann, Hans! Neumann! Hier! Isau, Hans Wilhelm! Ja! Fitzner Ludwig! Hier! Reif Wolfgang! Hier! Rössler Adalbert! Hier! Schulz Rainer! Hier! Schwenn Jürgen! Hier! Feuer Ernst! Hier! Steinhorn Herbert! Hier! Schiedemann Hans! Hier! Fied Albers! Hier!
Ewald! Ja, komm runter! Komm runter! Und Kopf in Vorhalten! Ja, mach das schon! Ärmchen hoch! Vorhalten! Mal! So, tschüss! Hör! Und keine Bewegung! Das sag ich euch! Runter mit dir! So. Und nun seht euch euer neues Zuhause mal an. Letzte Mal von außen. Du Schwarz, da klebt einer. Schalte mal den Strom ab, dass sie ihn rausholen. Was du nicht sagst. Na ja. Das ist nicht in meiner Wacht passiert. Meldung liegt auf dem Tisch drunter. Der kehrt raus. Keine Meldung! Hast du gesagt? Der Rapportführer will den Draht hängen sehen, das wisst ihr ganz genau. Das kehrt sich aber nicht. Der Rapportführer, der will sie hängen sehen. Und was der Rapportführer will, was sie macht, liebe Jung, ja? Sonst bist du der Dussel nachher. Dann schalt jetzt ab, aber nicht. Du kannst mich um ein Kreuz weiß. Was kannst du mich? Auf! Und den Aufschritt! Und, und! Jeller, stopp! Ist ein Irrtum mit mir, ein Irrtum, glaubst du mir? Ist ein Lüg von dem, der wo das gesagt hat. Ich brauch's gar nicht, ich bin da gar nicht rein. Und ab! Schreibstube wird nicht herauf, Menes. Deinetwegen lasse ich mir keine 25 über den Arsch ziehen. Du kannst mich mal. Strafkompanie 41, Revier 2, ein Abgang, hängt im Draht. Und wer hat Nachtwache gehabt? Uhrzeit, Meldung, hast du alles nicht mehr nötig, was? Hey, staut seine Kommune an oder die Pasozis. Ich melde persönlich dem Rapportführer. Frischfleisch ist eingetroffen, 20 Mann Zugänge, falls du es noch nicht wissen solltest. Aber ihr wisst ja immer schon alles, weil ihr so klug und weise seid. Moin. Die Kriminellen versauen uns das ganze Lager. Er ist der Kopf. Er muss weg. Wie? Du steckst dir viel Alkohol. Greif doch mal durch. Ja. Ach, auch schon. Ein paar Wochen drin und mir Ratschläge geben. Hast du einen Vorschlag? Also los, deine Meldung, Katz. Pass auf, du Penner! Nochmal! 18! 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20! Der Knochen war her. Was geht? Kommen Sie her? Sie schlafen wollen noch, was? Machen Sie die Vögel da mal munter. Jawohl, Oberscharfjör. Wenn der Rapportführer kommt, wird streng gestanden. Block 1 mit 146 Häftlingen reingetreten. 6 im Revier, 3 kommandiert.
mit 157 Häftlingen angetreten. 4 im Revier, 7 Kommandierte. Kannst du so stehen? Es geht schon. Strafkompanie mit 41 Häftlingen angetreten. Ein Abgang. B-Flügel mit 14 Bioforschern und 23 Zugängen angetreten. Wieso ein Abgang? Lagerältester 1 zu mir. Lagerältester 1 zum Rapportführer! Die Strafkompanie meldet einen Abgang. Ich sehe keinen. Der Tote hängt im Draht, Herr Rapportführer. Na und? Soll der bis Mittag stinken, Sie Arsch? Wo ist die Meldung? Der Älteste der Strafkompanie hat die Meldung verweigert. Ich bitte nochmals um die Ablösung von Menes. Mit Kriminellen lässt sich keine Ordnung halten. Schlau. Das könnte Ihnen so passen, Sie alter Bolschewik. Aber daraus wird nicht. Menes bleibt. Weggetreten. Nichts Neues. Das Ganze! Stillstand! Mützen! Ab! Schutzhaftlager Altendorf mit 436 Häftlingen angetreten. Danke. Sie vortreten. Sind Ihnen die Bekleidungsvorschriften bekannt? Jawohl, Herr Lagerführer. Und was ist das doch? Oberscharführer Eichner. Geben Sie dem Häftling Gelegenheit, die Vorschriften kennenzulernen. Jawohl, Herr Stimmführer. Heute Abend wirst du mich kennenlernen. Und zwar so, dass dir das Wasser im Arsch kocht. Sagen Sie dem Itzig, da soll vortreten. Jacke aus. Jacke aus! Herr Lagerführer, es ist nur wie in der Kälte. Und hinter dem Krematorium, da liegen die Zementsäcke. Mal halten. Quatsch da was von Kälte. Klaut ganz einfach. Und keiner sieht's. Sauerei. Bitte mir aus, dass künftig besser aufgepasst wird. Heute Abend frierst du nicht mehr. Und du auch nicht. Dafür sage ich persönlich. Lassen Sie abrücken! Jawohl, Oberstumpfführer! Lagerältester 1 zu mir. Außenkommandos und Werkstätten rücken vollzählig ab. Alles Übrige nach dem Appell auf den Platz antreten. Jawohl, Herr Rapportführer. Alles ohne festes Arbeitskommando bleibt nach dem Appell auf dem Platz. Arbeitskommandos, antreten! Raus für euch, ihr Arschlöcher! Tempo! Los, Beeilung, ihr gelaufen!
Zwei Vorarbeiter Steinbruch zu mir. Jawohl, Stahlführer! Zwei Vorarbeiter Steinbruch zum Abfahrtführer! Was ist das? Zwei Vorarbeiter Steinbruch zum Abfahrtführer! Hey, du gehst weg hier, Mensch! Ihr bleibt heute hier. Ich brauche was Handfestes. Es geht rund. Abteilung! Kehrt! Mann und Steinbruch, 95 Mann und 2. Kommando, Rollwagen, 6 Pferde, 1 Mann. Durchschließen! Herr Blockführer Schwarz, schalten Sie bitte den Strom ab. Ist da Strom drin? Der ist abgeschalten. Geh, hilf mir mal einer. Geh. Geht zu. Jetzt gerade, komm, greif zu. Gehen wir. Ho. Hopp. Wo kommt der hin? Da drüben hinter der Baracken. Ach, gerade da haben wir das neue Krematorium. Beim Tor geht's rein und beim Schürzstein geht's raus. Für euch und für mich auch. Springen wir nicht auf die Pfanne. Ich bin der Bimferdl, mich kennt ja jeder da. An diesem Vormittag empfängt Hitler in der neuen Reichskanzlei das diplomatische Korps zur Entgegennahme und Erwiderung der Neujahrsglückwünsche. Wir heben eine Grube aus. Ihr bekommt einen Springbrunnen. Sie sind doch so für Sauberkeit. Das geht mit Karacho heute. Die Lagerältesten sind mir verantwortlich. Jawohl, Herr Rapportführer. 20 Meter lang, 3 Meter breit, 2 Meter tief. Kapiert? Das macht 120 Kubik, Herr Rapportführer. Na und? Sind denn Tonröhren da und was ist mit dem Arbeitsgerät? Von mir aus nehmen Teelöffel. Bis mittags will ich keine Nase mehr über der Erde sehen. Eine schöne große Grube, Hermann. Und jetzt rauf der Laden! Vorarbeiter! Was denn du?
Wir haben Ihnen im Börger mal einen Bärenzwinger gebaut und einen Storchenteich und die Frösche haben wir auch noch gefangen. Also los, organisiert die Sache. Ich sag euch Bescheid. Das stinkt was. Scharfe Maloche, wa? Was ist da los? Sport. Wer? Ja, ich weiß nicht. Den ganzen Laden feuer, kannst du Mist auf! Hilling! Alarm! Und Hilling! Alarm! Stellen Sie uns Hilling! Hör auf nach den Rücken! Hör auf, ich will nicht runterbringen! Alarm! Und Hilling! Und Stern! Was soll der verdammte Zirkus? Hier wird gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet! Das Schwein wollte sich drücken, Obersturmführer. Hat den ganzen Mannschaft vollgekotzt. Wenn geprügelt wird, dann nach Vorschrift. Über Bock, nackter Arsch. Jawohl, Obersturmführer. Raus jetzt. Los, raus. Geh schon. Diese Extratouren. Lassen Sie mir sagen, dass ein Irrtum mit mir, der mir angeschaut hat, der hat nämlich gelogen. Ich will kein Scherter nicht sein. Hier bleibt nichts oben. Nicht mal der Kopf. Bitte diese Hosen an. Diese Pantine, wie soll ich mich dagegen können? Moment. Aus hier, Anzug. Ich will ja eine Weile bleiben. Moment. Nicht selber nehmen. Entschuldigung. Bist du wieder aus Eck? Jack und Mütz. Weg, Mütz. Weg, Mütz. Komm, komm, komm. Los. Schuhe. Ohne Schuhe ist ein hier. Ja, sehen, was sieht aus. Ich ist mal eingepennt. Bibelforscher. Hat schon mindestens 3 Jahre einen Steinbruch hinter sich. Na los, 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 los. Beeilung, Beeilung. Wieso sind wir hier hinter einem Extrazaun? Das hier nennt sich Isolierung. Vorne liegen die Zugänge. Die Bibelforscher hinten die SK. SK? Strafkompanie. Gibt's hier sowas wie einen Spiegel? Nebenan im Waschraum. Name? Springer, Ernst. Du kommst aus Buchenwald. Eine Zwischenstation bei der Gestapo. Er war 3 Monate mit mir in einer Zelle. Was wollten die Gestapo von dir? Mich aushorchen, wie du. Was läuft hier? Aufbaulager. 4 Baracken stehen, 16 sollen es werden. Bis zum Frühjahr sind wir randvoll. Gefängnisse laufen über. Wie ist denn die Stimmung draußen? Eitler. Beeilt euch! Um 9 Uhr kommt der Rapportführer.
Name? Neumann. Bittchen, mein Flascherl ist im Koffer blieben. Ich hab Herzasthma. Frau Lara, für euch hätte ich jetzt sagen, hier gibt's keine Krankheit nicht. Hier gibt's bloß Gesunde und Tote. Und dran! Immer hin! Und dran! Hau ran, du Drecksack! Los! Beilung, Beilung! Und fährt vor ihr! Mach schon, du Tennerisches, die die Unterwachen wo hast! Los, ihr Fetter! Beilung! Stopp, stopp, stopp! Und mit Tarajo! Mit Tarajo, Leute! Ich schaff sie. Alle. Los, Bewegung, Bewegung! Was glaubt ihr denn, was hier wird? Sprungbrunnen, hast du doch gehört. Das glauben die doch selbst nicht. Na, dann fragst doch den Pfarrer, was der glaubt. Der glaubt auch nicht mehr. Ihr lernt das noch! Raus, schneller! Und noch schneller! Das war's, Bewegung! Hey, hey! Schluss mit der Knüppelei! Ihr seid nicht im Steinbruch! Ich hab Eisen auf den Hals, Mensch! Wir auch! Das ist der Kindersanatorium! Das ist der KZ! Und schneller! Und noch schneller! Ihr lernt das noch! Ich schaff lieber Schaufel an, Max, sonst gehen wir heute ein, alle Mann! Los da, nicht einschlafen! Bewegung! Für die von der Schreibstube sich einbilden, wa? Für die sehe ich schwarz durch. Bewegung! Ich sehe nur rote und grüne Winkel. Wo sind die Dafik-Sterne? Juden arbeiten im Steinbruch, Herr Rapporteur. Und wie viele Simulanten drücken sich im Scheißhaus rum? Juden dran! Der Reich soll sie rausholen, aber Dalli! Bewegung! Tempo! Heute passiert's! Richtig so. Herrsche will ich sehen. Herrsche. Sehr scharf hier. Wer weiß, wo wohnt von hinten ist, mich lieber. Und was wird das wirklich? Ich habe auch von Leuten gehört. Die haben sich selbst begraben. Karl, ich soll das Stehkommandant anschaffen. Die kranken Juden aus dem Waschraum. Wer hat das gesagt? Eichner. Hol sie. Das ist Mord. Hier ist alles Mord. Ich kann nicht. Das mache ich nicht. Nimm die Ältesten und die Schwerkranken. Und die es sowieso nicht mehr lange machen. Übrigens denken wir ins Krankenrevier. Seit wann dürfen Juden ins Revier? Regel das mit dem Revierältesten. Ich muss zum Bauhof nachsehen, was die Grube soll. Klar. Befehl vom Rapportführer. Wir müssen auf dem Platz arbeiten. Steine sortieren. Ich komme mit. Du auch. Du bleibst. Ich bestimme den Platz. Du, bitte. Ich überlasse die Schwierigen. Ja. Du. Du bleibst. Du. Seliger. Blau. Und du. Du nicht. Simon. Hoffentlich. Zu wenig. Das Ganze zurück.
Hab's. Lokführer. Ich schau vorbei. Eisner will Sie alle. Er weiß, wie Sie hier sind. Hat die Rapportlisten. Bergmann. Stepper. Du. Du. Don Trautner. Seliger. Du. Du. Blau. Simon. Steinberger 1. Mein Vater kann nicht Lagerältester. Zum Appell müssen wir ihn tragen. Name, Alter? Fürster Ludwig, geboren 1879. Du hast mich mit Herr Rapportführer anzureden. Jawohl, bitteschön. Was hast du ausgefressen? Sie befehlen, Herr Rapportführer, wenn ich es gleich sagen dürfte, ich bin unschuldig. Dieser Irrtum mit mir. Für Lügen gibt es hier 25 auf den Arsch. Vorstrafen. Eine 1931, Wilddieberei. Und was war es diesmal? Ein Haus, das ich geschossen habe. Aber ich schwöre es Ihnen, es war kein Haus. Gemeinheit war es von dem, der mich angezeigt hat. Und der Kanickel, was ein Wildschütz nicht schießen tut. Niemals nicht. Niemals. Und so was schickt man uns hierher. Los, los, komm. Gut schön, ihr habt so bei der Mirmaus. Na und du? Mein Mann, Hans. 26 Jahre. Friseur. Herr Rapportführer! Jawohl, Herr Rapportführer. Eingeliefert, weil ich einen Witz erzählt habe. Einem Kunden. Aha. War der gut? Heimticket 3 Monate verwüst. Na, dann erzähl mal. Wir lachen hier auch gern. Das war es so gewesen. Weil sich doch der Führer gutstellen will mit dem Vatikan. Da schickt er zuerst den Papen nach Rom. Der fällt aber vom Pferd. Dann fährt Goebbels. Der kommt zurück mit dem Klingelbeutel für die Winterhilfe. Jetzt aus Göring ab. Sondermaschine. Nach 3 Tagen kommt ein Telegramm. Befehl ausgeführt. Vatikan brennt. Papst tot. Ciara Pastin. Treu, dein Göring. Und wie lange willst du für deinen Witz bleiben? Nochmal 3 Monate. In 3 Tagen hast du dich totgelacht. Heute Abend meldest du dich bei wem? Bei wem sollst du dich melden? Bei wem, Herr Rapporteur? Name? Springer Ernst, Jahrgang 09. Weshalb eingeliefert? Alter Hochverräter, erster wegen Buchenwalder Lagerführer. Ich bin Rapportführer Eichner, genannt Knochenbrecher. Jawohl, Herr Rapportführer. Also Hochverräter und Staatsfeind. Und Spanienkämpfer, Herr Rapportführer. Sieh mal an. Da unten raucht jetzt der Laden. Den Genossen geht der Arsch auf Grundeis. Klar, Herr Rapportführer, jeden das seine. Und dich bauen wir um. Wir bauen hier jeden um. Schaff ich, Herr Rapportführer. Ich schaff alles. Siehst du, wir kommen uns näher. Gern hab ich die Frauen geküsst, weil Adina was in der Bluse ist.
So, da bleibst du hübsch still liegen, mein Junge. Kommt noch einer? Das war der Letzte. Welchen Namen soll ich denn nur einschreiben? Irgendeinen. Du kriegst Bescheid. Und du kümmerst dich nicht um den da. Verstanden? Infektion? Prima. Kein Appell, keine Maloche. Bloß Primtüten rauchen darfst du nicht. Haben sie dir auch die Untermänner abgenommen? Na Mensch, Glotzpantin, Schuhe, dass man mal raus kann. Was bist denn du für einer? Politisch? Ich bin Aso von der Juni-Aktion. Mein Vater ist Zigeuner, ja? Scharlach, Viole ist das. Ob du bloß einen Ball schiebst, du Unzelmann? In der SK nennen sie mich People, weil ich der Jüngste bin. Wie heißt du? Steht doch auf der Tafel. Ach ja. Hast du Brot? Nein. Hat mir Menes gebracht. Der Menes steht auf mich. Katz hat nichts. Katz? Ach so. Kneißt Eisen ab? Sterben fällt auch flach? Bist du kein Jude mehr? Soll ich mal mit Menes reden? Menes kann alles. Denn nicht? Du hast Glück bei den Frauen, Bellamy. Denn du kennst sie am Arsch und am Knie. 2 Meter tief, 3 Meter breit, 20 Meter lang. Hier sind 458 Mann. Maßarbeit. Alle gehen rein. Und rein mit dir, den Gruben, du Drecksau! Wenn ich dich noch einmal in der Waage erwische! Heute geht's dir hoher, Katzenstein. Alle Mann, vorne weiter. Was ist mit den Hebräern da? Warum schaufeln die nicht? Die sollen die Steine wegschaffen, Herr Rapportführer. Den Katz, den will ich heute Abend nicht mehr sehen. Ab! Hier, los! Da brauchst du jetzt auch Meinung. Wer seid ihr denn? Zugänge von heute früh. Und wie kommt ihr hierher? Zugänge gehören in die Isolierung. Befehl von Eichner. Er hat uns geschnappt auf dem Weg zum Revier. Los, Fitzen! Los, Katz! Bewegung! Komm, hilf mir raus! Keine Müdigkeit! Weiter, Tempo! Immer Tempo! Was ist denn? Mach weiter oder gib mir die Schippe! Willst du beichten? Ego te absolvo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Das Pfaffenschwein! Dreht hier die Gebetsmühle! Wir sprechen uns noch. Ab in die Isolierung! Mann, 2 Jahre bist du jetzt im Lager. Musst du dir für einen zu jungen Relle legen, wa?
Altendorf, 12. Januar 1939. Schutzauflage für Altendorf und so weiter. Betrifft Verwertung der abgeschnittenen Männerhaare. An das SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt, Amtsgruppe Römisch 2D und so weiter. Das bisher aus technischen Gründen noch immer nicht zur Errichtung einer zentralen Werkstatt zur Verwertung der abgeschnittenen Männerhaare der Häftlinge gekommen ist, habe ich die anfallenden Haare an einen der bestehenden Verwertungsbetriebe weisungsgemäß an einen der bestehenden Verwertungsbetriebe abgeliefert. Punkt Absatz. Ekelhaft, dieser Krach hier. Ob man das nicht auch ein bisschen leiser machen könnte. Was habe ich gesagt? An einen der bestehenden Verwertungsbetriebe abgeliefert. Die bis jetzt hier gesammelten Schnitthaare wurden mit 30,50 € je Kilogramm in Rechnung gestellt. Der Versand erfolgte porto bzw. frachtfrei. Die Beträge sind an die Reichskasse überwiesen worden. Punkt, Heil Hitler, Unterschrift und so weiter. An die Firma Topf und Söhne Erfurt. Betrifft, wir schreiben vom 4. Januar 1939. Sehr geehrte Herren, gerne teilen wir Ihnen mit, dass bei der Errichtung der Verbrennungsöfen in unserem Krematorium, Ihren Monteuren genügend Helfer, kostenlos für Sie, zur Verfügung stehen. Punkt, Herr Hitler, Unterschrift und so weiter. Nun kommen Sie jetzt mal ab, warte mal. Los, weiter. Nach links. Komm, bleib hier. Die hier, die schreien nicht. Und die schlagen noch nicht. Kohldampfhabig. Gewöhn dich dran. Am ersten Tag gibt's Janisch und ab morgen verfaulte Kohlrüben. Moment mal. Kenn ich dich? Ich bin der Menes, der König der Strafkompanie. Raus mit euch! Wie jemand sonst passt. Wie heißt denn du? Meine Fleppe liegt beim Lagerführer, frag den. Nee, lass das nicht bei mir, Menes, mach das woanders. Komm. Das ist ein Zugang von heute früh. Herzl auf dem Appellplatz. Denn bis bald, Neuer. Posten 2 zur Ablösung zur Stelle. Turm A, nichts Neues. MG gespannt und gesichert. Guck
kleine Blonde wartet, was? Wie weit bist du denn mit ihr? Nur mein Präservativ hängt halt jeden Morgen am Gartenzaun. Dass die andere wissen, es ist mein Mädchen. Du, ich hätt's fast vergessen. Da unten soll einer in der Draht laufen. Ein Jude. Der Paschke hat mir's gesteckt. Muss halt ein bisschen spannen. Die drüben auf Turm B sind auch scharf auf 3 Tage Sonderurlaub. Aber vorher entsichern ist auch wieder gegen die Vorschrift. Wenn du jetzt früh abdruckst, dann kriegst du 3 Tage Arrest. Ja, glaub ich, das wird anders sein. Ja, die ganz richtigerweise wohnen. Genau im linken Weg, das müssen wir wählen. Aber hier habe ich ja keins. Schon mal gut. Kennt ihr den? Kennt ihr den? Was? Der sitzt im Stellen zu dem. Das ist ein Hund. Der war es da gut. Der war es da gut. Das ist wieder diese Gummiballons. Wo sind meine Brathäringe, du Jordan-Scheich? Es gibt gerade keine. Ich hab schon angemahnt. Essen Sie ruhig schon. Schnitzel. Was läuft? Der Arsch kocht in den Obersturmführer. Der Appellplatz war meine Visitenkarte. Wollen Sie bis Australien durchgraben? Die Kerle fangen sonst an zu stinken vor Langeweile. Dann lassen Sie sich doch was einfallen. Krugshalter am Krematorium muss umgestapelt werden. Ich brauche Platz für den Zellenbau. Jawohl, aber Sturmführer. Morgen können Sie Neger sehen. Bier. Wie geht's zu Hause? Wie das heißt, so ist nach einer Versetzung. Für uns einen läuft der Dienst weiter. Die Frau hat's da schwerer. Und kenne ich um wir auch noch keine nicht. Was macht der Älteste? Schwierigkeiten mit der Schule. Ein Kind muss sich gewöhnen. Überall nur 1 Jahr oder 2 und immer neue Lehrer. Das wird jetzt aufweichen. Wir bleiben. Jedenfalls, solange wir noch keinen Krieg haben. Dann stellen sich uns größere Aufgaben. Eins durch. Die lassen jetzt zuschaufeln. Der Appellplatz sieht mir abends wie geleckt aus, verstanden? Jawohl, aber schon, Führer. Da bleibt keine Delle. So, mein Junge. Tja, du bist fein raus. Die anderen müssen durcharbeiten. Die kriegen heute Abend erst was. Na, wo steckt denn dein Obermann? Mendes war hier. Er hat ihn mitgenommen. Hat er mit dir gesprochen? Weiß er was? Sag die Wahrheit, Junge. Er weiß. Ich hab mich versprochen. So was Verrücktes. Und da hat man dir gesagt, du siehst nicht gut, du hörst nicht gut, du weißt von gar nichts was ab. Mehr fällt von mir nicht ab, wa? Den Hauptreibach muss ich abliefern. Krümel hier halt. Na, immerhin. Der SS-Küchenbulle ist freier drauf. Deswegen sind wir ja hier. Wir haben nämlich andere Sachen im Petto, wa? Juden so, Hühn und Eis. 3 karätig. Mensch. Das können die Riebe kosten. Oder man kommt weg mit der Sohre. Du hast einen Küchenbullen in der Hand. Für halbe schafft er uns raus.
Amsterdam? Sehen wir uns gerne mal an. Schlag ein, Pauker. Warst immer ein altdeutscher Junge. Nee. Ich hab draußen noch die Zilli zu laufen, mein bestes Pferd. Die Zilli soll mir denunzieren, den Krieg eine neue Verhandlung und hier mit Paragraph 181 ab nach Brandenburg. Festes Haus. Da ist es warm. Na, Schwabel. Natürlich Fehlanzeige. Keine Zeichnung, kein Material, nichts. Für nichts lassen die doch keine Grube ausheben. Ich weiß es doch auch nicht. Vielleicht ein Massengrab. Und wir schaufeln uns selber ein. Das hat es doch noch nie gegeben. Seit 33 hat es immer irgendetwas noch nie gegeben. Und wozu dann der Lageraufbau? Wozu das Krematorium? Auch die SS hat eine Art Logik. Logik? Was ist unsere Logik? Wir selber bauen doch die Lager für Sie auf. Das müssen wir, um zu überleben. Und Sie benutzen sie, um uns umzubringen. In unserer Lage können wir nicht Gewalt mit Gewalt beantworten. Sie haben die Macht. Aufstand wäre Massenselbstmord. Und wenn heute Abend sowieso keiner mehr von uns lebt? Wenn. Weißt du's? Da ist noch der Fall Springer. Zugang von heute früh. Genosse. Und? Eichner hat gesagt, wir kommen uns näher. Seit wann kommt ein SS-Mann Genossen näher? Das sagt Eichner oft. Und die Verlegung von Buchenwald und die Gestapohaft? So schleißt man eine Spitzelei. Euer Misstrauen immer ist einfach lächerlich. Hier singen noch die Toten. Springer soll kommen. Und sag euch Bescheid. 1782 durch Schreckstube. 1782 durch Schreckstube. Komm, komm, ihr Hunger! Nicht so müde! Schneller, ihr Drecksäule! Noch schneller! Los, los, los! Da war's, könnt ihr übernachten da oben! Los, Beeilung! Hier, schmeißt rum die Mutter! Tempo! Josef! Josef! Lauf mal Karl Herrmann. Vorher war ich Kaderleiter in Berlin. Das ist Alwin Reusch, SPD-Landtagsabgeordneter. Du bist Genosse, du kennst die Spielregeln, ich spare mir also die Vorrede. Wir haben einen Verdacht. Welchen? Dass sie dich als Spitzel hier eingeschleust haben. Begründung? Du warst in Spanien. Jetzt bist du wieder hier. Warum? Die Interbrigaden wurden zurückgezogen. Franco steht vor Barcelona. Man kapituliert vor Hitler. Wer? Wir. Alle. 33 haben die Bürgerlichen vor Hitler kapituliert. Wir nicht. Wir haben gekämpft. Ja, gegen die Sozialfaschisten von der SPD.
Damals war das richtig. Und heute ist ein netter Gesprächsstoff für lange Abende im KZ. Du bist nicht zum ersten Mal drin. Du bist uralt Lavendel. Also antworte, warum bist du wieder nach Deutschland zurückgekommen? Wegen meiner Frau. Antworte. Die Frage ist beantwortet, Karl. Nicht so hastig, Alwin. Du bist seit 11 Jahren in der Partei. Du hast lange genug gelernt, was richtig ist und was falsch. Du warst in Spanien und bist ohne Auftrag wieder zurückgekommen. Das war ein Fehler. Du warst in der Illegalität und wolltest zu deiner Frau. Gegen alle Regeln der Konspiration. Er hat sich gefährdet, sie, und jetzt gefährdet er vielleicht auch uns. Was das Schlimmste ist, er weiß das alles ganz genauso gut wie ich. Stimmt. Bleib ruhig hier, Alwin. Du führst lange Verhöre für nichts. Während Eichner das halbe Lager zusammenschlägt. Draußen wird gerade krepiert. Du machst es dir leicht. Wegen meiner Frau, sagt er, und du wirst weich, das genügt, denkst du. Und was ist, wenn sie seine Frau eingesperrt haben, ihn deswegen unter Druck setzen können? Dann gehen wir über den Bock. Menes wird Lagerältester. Und die Kriminellen übernehmen Altendorf. Was dann passiert, kannst du dir denken. Ich bin kein Spitzel. Woher sollen wir das wissen? Im Bürgermeister habe ich erlebt, dass ein Genosse den anderen ans Messer geliefert hat, eine einzige Brotration wegen. Rüttichs Schreiber hat seine Akte eingesehen. Vermerk RU. Rückkehr unerwünscht. Na und? Das hat die SS vielleicht noch aufgeschrieben, um uns zu täuschen. Ist er verrückt, Karl? Wenn er ein Spitzel ist, dann ist das Sicherste, wir kümmern uns nicht um ihn. Er kommt zumindest in die SK, da ist er spätestens eine Woche fertig. Und wenn er kein Spitzel ist? Das ist das Risiko. Aber das Kleinere. Dann hat es nur sein Leben gekostet und nicht vielleicht 50. Ich kann nicht beweisen, dass ich kein Spitzel bin. Richtig. Und ich kann mich nicht bei der SS nach dir erkundigen. Es gibt noch eine Möglichkeit. Welche? Wir vertrauen ihm. Vertrauen? Vertrauen ist was für draußen. Hier muss man wissen. Wenn sie schaffen, dass sie uns gegenseitig fertig machen und ihnen die Arbeit abnehmen. Das ist doch, was sie wollen. Entscheide. Was machen wir mit ihm? Nichts. Wir beobachten ihn. Was wird mit den Juden im Revier? Wie willst du die verbuchen? Das kann uns den Kopf kosten. Das bringen wir in Ordnung. Wir versuchen es jedenfalls. Mit den Augen arbeiten. Langsam, wenn keiner da ist. Pass auf, Katz, auf. Ich weiß.
Na, Erich, was ist? Verstehst du kein Deutsch mehr? Eichner hat gesagt, den will ich heute Abend nicht mehr sehen. Mach ihn fertig, Mann. Rück nach. Macht ihr das? Ist wohl selber auf den Haufen, wa? Ich bin Grüner. Ich hab 12 Vorstrafen wegen Diebstahl. Aber ich schlag keinen tot. Komm, oh, nichts Neues! Ja, der hält sich an dich. Geh, du planieren! Kannst du auf der Schulter tragen. Geh! Tempo, Tempo, Beilung! Los, los, Bewegung! Hier, Tempo! Mit Verkehr! Du lässt die Hände von Katz. Ich bin auf ihn angesetzt. Die hauen mich sonst in die Pfanne. Wir decken dich. Gegen Eichner? Wie würde Ihnen der Pfahl gefallen? Erstes Gebot, du sollst deinem Vorgesetzten antworten. Jawohl, Herr Reportführer. Siehst du, wir kommen uns näher. Jawohl, Herr Reportführer. Also, wir binden deine Hände auf dem Rücken zusammen. Dann ziehen wir dich an den Handgelenken hoch. Hast du schon mal gehangen? Nein, Herr Reportführer. Wenn wir dich nach einer Stunde herunternehmen, kannst du keinen Löffel mehr halten. Du schlabberst dein Fressen von der Erde. Jawohl, Herr Reportführer. Du denkst, da hilft dir einer. Von oben. Jawohl, Herr Reportführer. Ist aber nicht. Beim Abendappell, da vergessen Sie Ihren lieben Gott. Das geht ruckzuck. Links um. Mütze auf. Sachsengruß. Da. Da drüben gehst du rein, Katz, zwischen Tom A und Tom B. Sie kallen von zwei Seiten, es geht ganz schnell. Ich soll dich totschlagen, Katz. Eichner hat gesagt, er will dich abends nicht mehr sehen. Ich hab nichts gegen dich. Geh in den Draht. Los, bring dich das Stein hier weg und da drüben festrappeln. Los, Katz, so später nicht. Los, beeil dich. Das weiß ich. Das sind so Sachen unter euch. Der Lagerführer sieht solche Eigenmächtigkeiten nicht gern. Und Sie haben Platzdienst. Holen Sie sich mal den Katz her. Am besten, es kommt keiner an ihn ran. Vielleicht die Vordirigieren. Wenn der Schwung reinkommt. Der Furzbecker oder die Langsfein. Das sind gute Idee, Sie. Und Juden tot! Und Juden tot! Was? Mit Katz. Solange der dirigiert, kann ihm nichts passieren. Hau ab, Mels. Nicht so rasch. Du kennst mich. Wenn Eichner sagt, einer muss weg, dann muss er weg. Aber Katz ist Blockältester, einer von uns. Da stehe ich in der Schreibstube. Doch nicht für umsonst. Was willst du?
ein bisschen entgegenkommen. Manchmal. Freie waren im Tüchtchen. Haben es. Das wird er noch leid tun. Katze ist. Und Judah den Tod! Und Judah den Tod! Und flach machen! Und alles schön! Flach machen! Flach machen, habe ich gesagt! Judah den Tod! Und Judah den Tod! Und Judah den Tod! Was ist denn dann? Ich will mich ja nicht einmischen, Scharführer, aber der zweite Lagerälteste hat sich ganz schön angeschissen. Was hat der? Der Rapportführer will Katz heute Abend nicht mehr sehen. Nachher sind Sie dran. Judenbegünstigung. Lassen Sie mal einen Scharführer. Das bringen wir schon in Ordnung. Hey Katz, der Scharführer will dort. Mensch, verstehst du Deutsch? Schwarz wartet! Und Judah den Tod! Ding Mütz, die kannst du abreißen. Aber nur Befehl befolgen, das kannst du nicht. Ich hab dich sagen lassen, herkommen! Ich hab euch gesagt. Du bleibst allein. Da ist nichts mehr zu machen. Du bleibst schön hier, du. Mütz ab. Hol den Mütz. Du sollst den Mütz holen. Das ist ein Befehl. Die Juden bleiben im Revier. Ich habe mit Fischer gesprochen, er macht mit. Wir buchen sie aus, sie kriegen andere Karteikarten. Die von den Toten heute. Das geht in Buchenwald mit ein paar tausend Häftlingen. Aber hier? Wir müssen es riskieren. Steinberger.
Noch 5 Jahre. Noch 10 Jahre. Sie kriegen alles zurück. Alles. Und Bewegung! Schön weg mit dem Schneemarschier! Eine Wachhand! Wie gut, wenn du das Land hier! Noch schneller hier! Machen Sie bitte das Licht an, Eichner. Was war denn da vorhin für eine Knallerei im Lager? Ein Häftling wurde bei einem Fluchtversuch erschossen. Der Judenälteste. Noch was? Meldung bei Sturmführer draußen, alles glatt. Keine Delle. Links, wo, drei, vier, links. Links, links, wo, drei, vier, links. Links, links, wo, drei, vier, links. Links, links, wo, drei, vier. Katalog! Weggetreten! Na siehste, was war heute? Gar nichts. Und morgen wird auch nicht sein. Du bleibst. Mensch, sag doch was. Ist doch schön hier. Hat Fischer was gesagt, wie es meinem Vater geht? Gleich kommt Suppe. Ja, ja. Es gibt Schwielen. Scheiße. Morgens und abends das Arschloch immer schön sauber waschen, das ist das Wichtigste. Das war nur ein Tag. Der erste. Bald zählst du sie schon gar nicht mehr. Vielleicht scheißt du später auch, Drecksack, Muselmann, Stinkjude. Wer man ist, weiß man immer erst hinterher. Los, 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 raus, Drecksack! An diesem Abend sind die Theater ausverkauft. Man geht ins Kino, ins Varieté, in ein Restaurant. Man bleibt zu Hause und hört um 20.10 Uhr die Sendung Wir spielen zum Tanz. Man applaudiert einer Tanzmeisterschaft. Strafkompanie mit 39 Häftlingen angetreten. 2 Abgänge. Augen gerade aus und durch. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isolierung B-Flügel. 14 Bibelforscher und 42 Zugänge angetreten. Ein Abgang. Augen gerade aus und durch. 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hände runter. Mütze ab. Ich mache keine Meldung.
Sie müssen auch nicht in die Strafkompanie. Sie brauchen nur zu sagen, ich war mal Pfarrer, ich bin ein Schwein. Ich bin ein Schwein. Lauter! Ich bin ein Schwein! Gott ist ein Schwein! Gott ist ein Schwein. Auf! Sieh nicht hin. Sie rufen mir einen Spruch laut während des APs. Dann hole ich Sie herunter. Sechs über hier und drei quadriert. Block 2 mit 157 Häftlingen angetreten. Vier im Revier, sieben Kommandierte. Kompanie mit 39 Häftlingen angetreten. Zwei Abgänge. B-Flügel mit 14 Bibelforschern und 42 Zugängen angetreten. Ein Abgang. Block 4 mit 108 Häftlingen angetreten. Vier Abgänge. Lassen Sie rühren! Schutzhaftlager Altenhof! Rühr euch! Nochmal. Eins. 146. Revier. Sechs. Kommando. Drei. Zwei. 168. Revier. Vier. Kommando. 7. 3 SK. 39. 2 Abgänge. Revier. Keiner. Kommando. Keiner. B. 14 Bibelforscher. 42 Zugänge. Ein Abgang. Revier. Keiner. 4. 108. Revier. Keiner. Kommando. Keiner. Ja, 48, Scheiße. Also, 1. 146. Revier. 6. Kommando. 3. 2. 168. Revier. 4. Kommando. 7. 3 SK. 39, 2 Abgänge. B. 14 Bibelforscher, 42 Zugänge. Revier. Keiner. Kommando. Keiner. Welche drin? Turm A, nichts Neues! Tischen! Mützen! Ab!
Schutzhaftlager Altendorf mit 449 Häftlingen angetreten. Danke. Die Blockgeld ist mal wieder vornehmen. Vielleicht Schafhörer exerzieren ansetzen. Gute Idee, längst machen. Jawohl, was stimmt, Flo. Hat nichts gemacht. Noch nicht. Wer hängt da am Fall? Der Pfarrer. Grund? Er hat während der Arbeit gebetet. Der Mann hängt eine Stunde nach Vorschrift vor versammelter Mannschaft. Dann lassen Sie ihn runterholen. Aber heil. Braucht keine Märtyrer. Aus gegebenem Anlass erinnere ich an die Worte des Reichsführers. Es gibt einen Weg zur Freiheit. Seine Meilensteine heißen Gehorsam, Fleiß, Ehrlichkeit, Nüchternheit, Sauberkeit, Opfersinn, Ordnung, Disziplin und Liebe zum Vaterland. Mützen! Auf! Friedrich! Schwarz, kommen Sie her. Greifen Sie sich die Versager von heute früh, den mit dem Schal, den Stinkjungen mit dem Papiersack und die Pfeife von heute Nachmittag, dem Vorarbeiter 632. Wegen Nichtausführung eines Befehls. Jawohl, Herr Schafhörer. Der Mann mit dem Schal! Vortreten! Zu mir! Der Hüter mit dem Papiersack! Zu mir! Vorreiter 36! Zu mir! Mützen auf! Ganze Abteilung, geht! Knieweich! Und hüpfen! Hüpfen! Nicht so langsam, schneller, hab ich gesagt! Und hüpfen! Hüpfen, hinlegen! Auf! Und zurück, mach, mach! Hinlegen! Und auf! Und rollen in den Zeug! Wollt ihr wohl rollen? Und hinlegen! Auf! Und hinlegen! Und auf! Das bringt jetzt euch frei. Hinlegen! Und auf! Und zurück, was machst du? Hinlegen und rollen! Wollt ihr wohl rollen, ihr Drecksäu? Und rollen, hab ich gesagt, und auf! Und Kniebeuch! Und im Laufschritt! Hinlegen! Und zurück, marsch, marsch! Ja, ja.
Guckt euch das Biest an! Jetzt lacht der Vogel auch noch! Hoch, hast du gesagt! Und das Ganze halt! Sattel halt! Zurück, Waschmasch! Ihr lernt das noch. Das sag ich euch. Das lernt ihr noch. Das lernt ihr noch. Und hinlegt! Und auf!